bitte. Wir wollen wie immer mit dem Trainer der Gastmannschaft beginnen, Damir Kanadi. Damir, bitte kurz deine Analyse zum Spiel. Ja, natürlich, nach einem 5:2 nicht so leicht für uns. Ich denke, der Gegner war gerade in den ersten 25 Minuten uns überlegen, waren aggressiver, wollten einfach mehr in den Situationen, in einzelnen Situationen im Spiel nach vor. Und wir haben da einfach nicht gut dagegen gehalten und deswegen sind wir dann auch bestraft worden. Gerade wenn ich über das 1-0 nachdenke, wo wir einen Ball eigentlich schon am 16er befreien können, ohne Druck. Ja, da mit dem Fehlbar 1-0 in Rückstand geraten, das 2-0, glaube ich, spielen wir vorbeiseits. Auch sehr fahrlässig, wo da kein Druck am Gegenspieler ist. Ja, so ist es dann. Aber zweite Halbzeit, denke ich, haben wir dann wirklich eine gute Leistung abgeliefert, sind dann auch herangekommen. Und ja, mit dem 4:2 war es dann das Spielname gekippt, haben wir dann nicht mehr retour bringen können. Und nichtsdestotrotz, denke ich, haben wir gerade zweite Halbzeit eine sehr gute, positive Leistung abgeliefert. Danke, Damir. Gerald, bitte. Ja, ich glaube, dass ein verdienter Sieg war. Wir haben vom Start weg versucht, Druck aufzubauen, gleich im Spiel zu sein. Haben auch zwei Tore geschossen, die uns natürlich Selbstvertrauen gegeben haben. Haben es dann auch zweite Halbzeit teilweise noch wirklich gut gemacht. Aber über die zwei Gegentore müssen wir natürlich sprechen. Aber ich glaube, man kann heute zufrieden sein mit unserer Leistung, mit unserem Auftreten. Drucksituation nach dem ersten Spiel, das wir verloren haben, war sehr groß. Wir haben versucht, unter der Woche das in die richtigen Bahnen zu steuern, haben Umstellungen vorgenommen und ich denke, das hat sich auch positiv bezahlt gemacht heute. Dankeschön, meine Herren. Fragen bitte. Bitte, Clemens. Du hast kurz gesagt, die Reaktion, die du gefordert hast, auf das Wort. Na, ich denke, man kann von einem Fußballprofi erwarten, wenn er eine schlechte Leistung bringt, dass er dann im Training Vollgas gibt. Auch die Spieler, die heute gewechselt worden sind von der Startaufstellung vom WAC, haben im Training die ganze Woche Gas gegeben. Da wusste ich als Trainer, dass die Kritik an ihnen Früchte getragen hat. Und so stelle ich mir das vor. Und die ganze Mannschaft hat heute eine Reaktion gezeigt. Und das war aber auch notwendig gegen Altach. Die haben das erste Spiel gewonnen, sind immer gefährlicher Gegner, sind immer gut organisiert, haben in der Offensive gute Spieler. Also es war heute natürlich kein Selbstläufer. Bitte. Der Alex Kommer hat gerade gesagt, dass die Austria anscheinend unter Druck funktionieren kann. Das ist jetzt nicht zum ersten Mal, weil es unter Druck zum Wand stand und dann eine Reaktion gezeigt hat. Ist das psychologisch irgendwie zu erklären? Ja, das ist die Meinung von Alex, kurz nach dem Spiel. Ich denke nicht, dass man sich selber immer in so einer Drucksituation manövrieren soll, um dann zu funktionieren. Ja, ich glaube, man sollte sich eher als Sportler Selbstvertrauen holen, indem dass man die Sache hundertprozentig angeht, dass man wenig Fehler macht in seiner Performance und dann versucht, den Wettkampf oder in unserem Fall die Spiele zu gewinnen, um dann in ein Selbstvertrauen zu kommen, wo du dann auch entsprechendes Auftreten hast, Woche für Woche. Ja. Also ich denke nicht, dass wir unbedingt diese Drucksituation brauchen. Also ich als Trainer brauche es auf alle Fälle mal nicht. Bitte. Frage nach dem zweiten Tor, was bringt sich da der Trainer? Zuerst 3:0 führen und dann kürzt es das 2:3. Was geht da in einem so vor? Ja, ich glaube, das wollen Sie nicht wissen. Aber ja, Gott sei Dank haben wir gleich das 4:2 geschossen. Die zwei Gegentore waren natürlich auf alle Fälle zu verteidigen. Beim zweiten war es natürlich ein bisschen ein Risiko vom Tormann, aber trotzdem hat es der eigene Hannes auch sehr gut gemacht. Er geht dann die Bälle nach, spekuliert, hatte beim Zweikampf auch ein bisschen Glück. Dafür hatten wir beim 4:2 auch mit dem abgefälschten Ball vom Gogo auch dann das nötige Glück. Und das brauchst du auch in entscheidenden Phasen, um dann ein Spiel gewinnen zu können. Aber ich denke schon, dass heute wir als verdiente Sieger vom Platz gegangen sind und da gibt es daran nichts zu rütteln. Ja. Christian. Kurz nach dem Spiel, hast du vielleicht schon eine Erklärung für die extrem vielen Fehler heute? Vielleicht haben wir nicht das richtige Frühstück bei uns gehabt. Ich kann es ganz überhaupt nicht erklären. Ich glaube, es sind neue Spieler. Wenn ich beim
sondern einfach jeder Einzelne. Es war der Philipp in der anderen Situation, es war dann der Jan, glaube ich, in einer Situation involviert, dann war der Ronny. Also es waren ja einzelne Spieler, wo einfach desolate Fehler passiert sind. Ja, soll so passieren, lieber einmal Fünfe kriegen, wie dreimal eins nicht verlieren und nicht wissen warum. Ja. Wir nehmen das so hin natürlich, man kann bei Austria Wien verlieren, auch wenn wir nicht glücklich sind. Wir haben trotzdem, denke ich, im 3-5-2 ganz ordentlich agiert. Wie gesagt, wir haben wirklich in einzelnen Phasen einfach uns nicht gut angestellt. Und das müssen wir so hinnehmen, müssen dem Gegner gratulieren. Baum hat recht, ich sage, dass sie gerade die ersten 25-30 Minuten besser waren, wie wir, vor allem sie wollten da in der Phase mehr. Zweite Halbzeit, denke ich, waren wir sehr ordentlich und Erklärungen dafür dann zu suchen, jetzt so kurz nach dem Spiel, ist schwierig. Muss ich mir erst die Matcher oder das Video dann anschauen. Also ich denke mal, das habe ich schon im Vorbericht auf die Liga gesagt, dass es eine ganz enge Kiste werden wird für viele Mannschaften. Ja. Es wird ganz hinten sehr eng werden, es wird vielleicht bis auf Salzburg dann um den Champions League Platz sehr eng werden. Viele Mannschaften sind dabei, haben ähnlich viele Punkte. Wer dann mal eine Serie hinlegen kann, der kann dann gleich einmal weit nach oben kommen. Andererseits wird es wieder so sein, dass man sich gegenseitig die Punkte nimmt und ja, es wird eine spannende Geschichte und wir als Austria wollen natürlich unbedingt dranbleiben und unbedingt auch noch alles versuchen, um unsere Ziele zu erreichen. Das heißt, wir wollen unbedingt ins Cupfinale. Wenn man dann im Cupfinale sein sollte, willst du das auch gewinnen und du willst natürlich, wenn du punktemäßig um den zweiten Platz auch mitspielen kannst, dann willst du auch so lange wie möglich da vorne dabei sein. Aber jetzt müssen wir erst den nächsten Schritt machen, das heißt, das Spiel analysieren, dran zu bleiben, die Bälle flach halten und so auftreten wie heute, um dann auch auswärts gegen Wiener Neustadt, was nicht eine leichte Partie werden wird, voll punkten zu können. Also es wird auf keinen Fall ein Selbstläufer. Ja. Clemens. Wenn man mit den Spielern jetzt geredet hat, hat man den Eindruck gewonnen, dass ein großer Brocken vom Herzen fallen, hat sich mit dem Fuß von der Seele geschossen, kann man sagen. Du wirkst aber ein bisschen, sage ich mal, ruhig und wenn er das jetzt einmal vielleicht rausfindet, nicht gänzlich zufrieden. Ne, ist eine gute Frage, weil ich glaube, da geht es uns Trainern alle gleich, auch in der, wenn du Erfolg hast, ja. Und ein Spiel gewinnst oder auch mehrere Spiele, wenn du gewinnst, ja, dann solltest du eigentlich ruhig und in der Mitte bleiben als Trainer, weil du musst ja der sein, der dann die Jungs vielleicht dann wieder runterholt, wenn sie zu weit hoch oben sind, aber du musst auch der sein, der den Kopf nicht verliert, wenn der Druck riesengroß war. Und heute war, wie man sich vorstellen kann, riesengroß als Austria-Trainer. Da musst du auch versuchen, ruhig zu bleiben, einen Plan zu haben und die Jungs wieder auf Kurs zu führen. Ja. Und heute ist uns das mal gelungen, aber das heißt jetzt noch lange nicht, dass es jetzt so weitergeht, sondern wir müssen da voll dranbleiben und alles geben, um in der Meisterschaft da erfolgreich sein zu können, am Ende dann. Ja. Was sagst du zur Leistung von Raphael Holzhauser? Ja, ich glaube, dass er gut war. Er hat ein schönes Tor geschossen, aber er braucht natürlich noch ein bisschen mehr Fitness und das kriegt er bei uns. Und je mehr Spielpraxis auf diesem Niveau das er hat, desto mehr kann er uns weiterhelfen. Er hat ja auch lange Zeit jetzt in der zweiten Mannschaft gespielt. Ja. Das ist dann doch noch einmal was anderes. Aber ja, er ist jung. Er hat hoffentlich aus seinen letzten Jahren, wo er Erfahrung gesammelt hat, gelernt. Und dann kann er ein sehr guter Spieler werden für die Austria. Bitte. Ganz kurz die Situation mit Heinz Lindner. Ob er jetzt kurz schnell analysiert oder übersprochen, was ein reines Blackout für ihn oder... Ist er froh, dass dann so ausgegangen ist, sozusagen? Also, ich werde bei seinen Mitspielern bedanken. Naja, ist ganz einfach. Ich habe ihm gesagt, wenn er einen Fehler macht, sollte er es machen, wenn wir das Spiel erstens gewinnen und zweitens, wenn wir viele Tore schießen. Aber das werden wir natürlich schon analysieren mit ihm. Wir haben auch einen Tormann-Trainer, der das mit den Tormännern dann auch immer macht. Und ja, ich als Trainer muss ihn schon wieder klar ansprechen, dass das ein Fehler war. Aber ich muss ihn dann schon wieder zur Brust nehmen und ihm auch versuchen, Selbstvertrauen zu geben. Also er ist sicher einer, der sich selber dann auch am meisten ärgert über so einen Fehler.
Okay, gut. Dann danke. Schönes Wochenende noch.